Booker, hast du Angst vor Gott? Nein. Aber vor dir. Willst du einfach bloß rumsitzen? Was soll ich sonst tun? Rumstehen? Nicht rumstehen, rudern. Rudern? Hatte ich eigentlich nicht vor. Dann erwartest du also, dass ich alles alleine mache. Was ist das? Nein, aber ich erwarte, dass du alleine ruderst. Und warum bitte? Es war doch deine Idee. Meine Idee? Ich habe klar gesagt, dass ich von dieser Übung nichts halte. Vom Rudern? Nein, das halte ich für eine hervorragende Übung. Was dann? Das gesamte Gedankenexperiment. Entschuldigung, wie lange noch? Wer ein Experiment startet, weiß, dass es scheitern kann. Aber man startet kein Experiment, wenn man schon weiß, dass man gescheitert ist. Nochmal zum Thema Ruder. Tu's doch einfach. Nicht übel. Sonst kommen wir nie an. Nein, ich wäre dir sehr dankbar, wenn du mir helfen würdest. Frag doch mal ihn. Er hat vermutlich ein stärkeres Interesse, dorthin zu kommen als ich. Das kann schon sein. Hat aber keinen Sinn, ihn zu fragen. Wieso? Weil er nicht rudern wird. Er wird nicht rudern? Nein, er wird nicht rudern. Ah, ich verstehe, was du meinst. Hier wären wir. Er bewegt sich nicht. Das kommt schon noch. Irgendwann. Vermutlich schon. Sollen wir ihm sagen, wann wir wiederkommen? Würde das was ändern? Vielleicht ist ihm dann etwas wohler. Wenigstens darin sind wir uns einig. Hey, wartet hier jemand auf mich? Das hoffe ich doch sehr. Ein ziemlich schrecklicher Ort, um zu stranden. Vielleicht ist ja drinnen jemand. Ja, und damit herzlich willkommen zu Bioshock Infinite. Ich dachte mir, wir zocken das Ganze hier mal. Ich habe das bis jetzt, ehrlich gesagt, noch nie gezockt. Zumindest diesen Teil nicht. Und wir spielen natürlich die Remastered-Version. Entschuldigung, ich bin Booker DeWitt. Ich glaube, Sie erwarten mich. Okay, mal gucken, ob wir hier noch was finden. Alles einstecken. Warte mal, hört das nicht auf? Ach so, ist von Blitze. Oder? So, wissen wir schon mal, wie wir ausschauen. Damit, Kumpel. Wasche dich rein, okay. Ist jemand da? Hallo? Hallo? Juhu! Okay. Was für ein geiler Radio. So was Ähnliches haben wir früher auch noch gehabt. Ja, aufräumen hätte ich schon können, wenn ich da komme und... okay, ich glaube, der hat andere Probleme. Scheiße. Wurdest du ein bisschen gefoltert? Ist das Loch da oben zum Atmen? Ich denke mal nicht. Moment mal, diese Karte. Okay. Da
Was in aller Welt? Oh. Ich glaube, wir haben Moby Dick geweckt. Lass mich da rein. Das ist wenigstens trocken. Was? So, ist das jetzt zu? Wo sind die Treppen hin? Ich soll mich wohl in den schicken Sessel da setzen. Wirklich? So, und jetzt? Mach dich bereit, Pilger. Die Gurte dienen nur der Sicherheit. Was ist denn jetzt los? Das heißt nichts Gutes. Nein! Verdammt! Achtung! Der Aufstieg beginnt in 5, in 4, 3, 2, 1. Nein! Aufstieg! Aufstieg! Was heißt der Aufstieg? Ganz ruhig bleiben. Ich dachte, wir gehen unter Wasser. 10.000 Fuß. 15.000 Fuß. Halleluja! Was? Sieht ja nice aus. Eine kleine Stadt in den Wolken. Was heißt klein? Über den Wolken. Hier ist klar, dass hier Wasser ausströmt. Was finde ich einen Weg in die Stadt? Tja, wenn ich Geld sehe, muss es anstecken. Umsonst wird man nicht reich. Der Spross des Propheten. Wir schauen sich dann natürlich ein bisschen um. Liebe den Propheten, denn er liebt den Sünder. Liebe den Sünder, denn er ist du. Aber gäbe es keinen Sünder, wozu bräuchte man einen Erlöser? Gäbe es keine Sünde, wozu bräuchte man Vergebung? Okay.
muss zusehen, wie ich hier rauskomme. Eins nach Entschuldigung. Huch, da bin ich hier. Im Himmel, Freund, oder dem, was wir bis zum jüngsten Tag davon sehen. Solche Fragen behalte ich besser für mich, sonst fliege ich noch auf. Da waren wir schon? Nee. So, wir machen das Übliche, wie in jedem Spiel. Alles räubern. Ey, Sauerei, das ist leer. Okay, soll man mit denen nochmal reden? Geht das? Nee. Kann man die in die Fresse hauen? Nee. Und jedes Jahr an diesem Tage erneuern wir unser Bekenntnis zu unserer Stadt und unserem Propheten, Vater Comstock. Wir erneuern es durch Opfer und Danksagung und indem wir eintauchen in die süßen Wasser der Taufe. Und sehet, hätte der Prophet unsere Feinde bei Wounded Knee vernichtet. Lässt ihr mich mal durch? Ist das ein Neuer aus dem Sodom unter uns? Angekommen in Columbia, um sich reinzuwaschen vor unserem Propheten, unseren Gründern, unserem Herrn. Ich suche nur den Weg in die Stadt. Den Weg in die Stadt. Bruder, der einzige Weg nach Columbia führt über die Wiedergeburt in den süßen Wassern der Taufe. Willst du geläutert werden, Bruder? Entweder das oder umkehren und wieder in die Rakete steigen. Was? Ich bring's hinter mich. Komm und werde geläutert. Halleluja! Hey! Ich taufe dich im Namen des Propheten, im Namen der Gründer und im Namen unseres Herrn. Ich weiß nicht, Brüder und Schwestern, aber gereinigt sieht er noch nicht aus. Was geht's denn jetzt so gut, oder was? Gib mal da Seifen, oder was? Wer ist da? Wo bin ich? Wer ist da? Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Was wollen Sie? Wir hatten eine Abmachung. Öffnen Sie diese Tür. Sofort. Ich hab doch gesagt, ich mach das nicht. Gehen Sie weg. Mr. DeWitt! Mr. DeWitt! Dieser Idiot von Priester sollte sich mal den Unterschied zwischen Taufen und Ertrinken klar machen. Aber trotzdem sollte ich mir mal einen Punkt suchen und rausfinden, wo ich bin. Wie komme ich hierher? Vater Franklin erhielt einen goldenen Schlüssel, auf das Edens Industrie es über alle anderen Nationen erheben solle. Vater Jefferson erhielt eine Rolle, auf das Edens Gesetze es über alle anderen Nationen. Unser Prophet füllt die Lungen mit Wasser, auf das sie die Luft umso mehr lieben. Ach Gott, vor denen möchte ich schon jeden wieder in die Fresse hauen. Der du den Delaware überquertest. Mit flammendem Schwert auf Engelsflügeln. Ein Vorbild an Tugend. Ein Rebellenschwert. Dass es weder Zufall gibt. Dass eine Stadt fliegt, heißt nicht, dass keine Idioten drin wohnen. Ganz mein Reden. Ich muss das Mädchen finden. Wo ist das hin? Was geht denn hier nach unten? Das ganze Haus geht nach unten, oder was? Oder wie? Im Stadtpark dockt nur zwischen 9 und 10 Uhr morgens an. Morgen? Freut mich sehr. Oh, Haddock. Da lässt sich bestimmt was arrangieren. Das muss der sein. Perfekter Tag für die Feier. Limo für die Damen und Amüsement für alle Altersgruppen. Was verzeih ich? Wenn der Amtsschrift der letzte
letzten Rede des Propheten an euch, das Volk von Columbia, ja, über die heilige Vergebung unserer lieben Lady Comstock, unserer geliebten Mutter der Vergebung. Würde ja gerne, aber... Na gut, die Texturen schauen nicht so toll aus. Aber ist klar, das Spiel ist ein bisschen älter. Sorry, Mann. Du musst warten wie alle anderen. Was für Verlosung? Columbia, Jahrmarkt und Verlosung. Er ist stark beim Schwert, aber recht schwach bei Schlüssel und Rolle, wenn er mich fragt. Was ist das? Blicke ich zwar nicht. Da war doch gerade was. Wer versteckt denn das Geld im Fass? Eine Banane. Moment, wo muss man hin? Da lang? Dann schauen wir noch erstmal hier. Möchten Sie eine Nelke zum Anstecken? Wir sammeln für die Patriotische Mädchenliga. Vielleicht ein andermal. Würde sich aber toll machen an Ihrem Revers, falls Sie sich's anders überlegen. Ich bin hier. Klar. Mach das zu. Ein Mensch steigt ins Taufwasser. Als anderer Mensch entsteigt er ihm, wiedergeboren. Aber wer ist dieser Mann, der da untergetaucht ist? Vielleicht ist er Sünder und Heiliger in einem, bis ihn die Menschheit wieder erblickt. Okay, hier muss man lang. Ohne A Cappella Group. Schade, ich dachte, ihr könnt bei Raketen glauben. Was du sagst, solches Gerede fängt auf. Werd mir bloß nicht so ein Finken rein, John. Das ist meine Rolle in dem Stück. Ich heirate einen Vox Populi. Klar? Warte mal. Hier sind ich, Sie haben sie gesagt. Telegramm für Sie. Telegramm für Sie, Sir. Wer weiß denn, dass ich hier bin? Der Witz, stop. Machen Sie Comstock nicht auf sich aufmerksam, Stop. Was immer Sie tun, nicht Nummer 7710, Stop. Lutess. Was zum... Was nicht Nummer 7710?
Okay. Was, Tourist? 2 von 37? Guten Tag, mein Freund. Hallo. Hallo. Sieh sie dir an. Da unten ist nichts. Ist sie nicht eine Schönheit? Weißt du, alle Einwanderer sind hier durchgekommen. Hallo, okay. Hallo, mein Freund. Servus. Das sind keine armen Märchen. Kann ich mal hier durch, Kumpel? Die Straße ist gesperrt, Kumpel. Die bereiten schon das Feuerwerk vor. Ich muss mir einen anderen Weg suchen. Naja, das war ja klar. Wer von euch hat die göttliche Gabe einer Kraft schon versucht? Ein Schluck und ihr seid in der Lage, die unglaublichsten Taten zu vollbringen. Ihr wisst ja, der Prophet ist fair und freundlich. Und er hat Mr. Jeremiah Fink gebeten. Cool. Und zwar persönlich, euch diese Wunder zu bescheren. Gelobt sei unser Prophet. Gelobt sei unsere schöne Stadt. Da haben wir nochmal was. Aus seinen Fingern abfeuern kann. Würdet ihr mir glauben? Oder junger Mann, junge Dame, versuchen Sie die unglaubliche Kraft, Bockender Bronco. Soll etwas gehoben, gelüft, geworfen oder umgestutzt werden? Bockender Bronco. Finden Sie den Teufel, Sir, und treiben Sie ihn aus. Haben Sie das Zeug dazu? Okay, den Teufel dreimal treffen. Hoppala. Wie mache ich das? Ja, okay. Gehen wir hin, oder? Nummer 3. Wir haben einen Gewinner. Hier, mein Freund, denken Sie dran. Soll etwas gehoben, gelüpft, geworfen oder umgestützt werden? Bockender Bronco ist die Lösung. Okay, jeder Spinner ein Gewinner. Was ich hier lange will, dann... Das Pack rennt herum, verbreitet Lügen und selbst Zwietracht. Keine Angst. Ich weiß Rat. Oh. Guter Mann. Jetzt ziehen Sie und holen Sie diese Box. 20 gewinnen. Okay, was? Was muss denn da? Was denn? Seht euch diesen Burschen an! Der Kerl weiß, wie's geht! Naja. Knapp daneben! Der Kerl weiß, wie's geht! Hey! Habe ich denn abgewinnen? Sauber. Was hau der Lukas? Da musste ich ja schon gar nichts tun. Ey. Mülltonne? Ne, ist leer. Was mit euch? Es transportiert Lasten, Güter, Möbel und vieles mehr. Vom schwersten Gerät bis zum empfindlichsten Besitz. Cool. Schon mal benutzt? Oh, nein. Ich schon. Die Wunde an Forschung. Hotdogs! Hotdogs! Alexander Hotdogs! Kolumbias Beste! Jeden Cent wert! Was? Jeden sein Pferd? Extra heiße Hotdogs! Kolumbisch wie die Skyhawks!
Patriotisch wie ein Gewehr. Tragen Sie etwas, Freund. Was ist ein Voxaphon? Wie der Name sagt, jetzt wissen wir's. Stimmenwiedergabegerät. Hey, aber zahlen tue ich dafür nichts, klar? Du eine Demonstrationsherr. Hast du schon neue Kräfte hier ausprobiert? Nehmen Sie eine Notiz auf oder ein Lied oder ein Liebesgedicht und spielen Sie es wieder und wieder ab. Hat Windows 10 mittlerweile als Sprachrekorder drin. Er ist der unglaubliche Handyman. Nur in unserer schönen Stadt sieht man solche technischen Wunderwerke. Ich hab das Gefühl, das wird einmal so ein Gegner. Hast du sowas schon mal gesehen? Was? Er ist zu traurig. Traurig? Wenn man so stark ist, wieso dann traurig sein? Was war das jetzt? Salz? Für was? Hat schon mal ihr Geld geschluckt und dann gestreikt? Hat ein öffentliches Telefon Sie nicht Geben mit Sie Ihrer her. Liebsten verbunden? Mit einem Flüstern hören dir alle zu. Warum habe ich das jetzt getan? Oh Gott, das ist Poison Ivy. Press to turn machines into allies. Drücke LT, wenn Beherrschung ausgerüstet ist, um eine Maschine mit einem zu einem Verbinden zu machen. Verdammt, was war das? Okay, was kann man hier? Seid sehr voll. Deine Kräfte brauchen Salze. Finde oder kaufe welche. Deswegen kann ich hier. Alles klar. Sie an, der Abgeordnete Buford. Ihr Platz ist reserviert. Wieso habe ich die bloß vor dir nicht erkannt? Komisch. Ich muss hier sogar rein. Ich will bloß nichts verpassen. Da gibt es auch noch was, oder? Luftgewehr? Okay, 20. Schnauze. Genug winkt ein Preis. Wenn Sie die Anarchistin Daisy Fitzroy erwischen, lege ich noch was drauf. Und wo sind die Ziele? Oh. Schütze, wie es gut steht. Oh, den Wolfsbot in die Kniefuhr an. Aber schnell. Naja, ich habe schon so auf den Jungen geschossen. Hä? Was? Zweiter Platz? Du Lümmel. Das ist der zweite. Der. Die Skylines von Columbia. Du hast nicht genug Salz. Zu fahren war die Idee von Jungen. Das haben wir schon. Okay, das haben wir auch gesehen. Was ist das hier? Brocken der Bronco? Das kostet 375. Ach so, das war die andere Kraft. Alles klar. Warte mal, was passiert denn? Treten Sie näher und bestaunen Sie das achte. Ich habe nicht genug Salz hier. Schönen Stadt sieht man solche technischen Wunderwerke. Kommen Sie und sehen Sie den unglaublichen Handyman. Okay, da passiert nicht viel, oder? Laden wir mal wieder auf. Kopf oder Zahl? Kommt, lasst mich durch. Kopf oder Zahl?
Was? Kopf. War klar. Das ist nie so befriedigend, wie ich es mir vorstelle. Kopf hoch. Nächstes Mal klappt's. Ja, wahrscheinlich. Es fällt nur Kopf? Ist das eine bescheiße Münze oder was? Kann ich einen Hotdog essen? Verkaufsautomat, Gesundheitskit. 80%, 20%. Salz, wir haben alles voll. Ein Jahrmarkt der Sparsamkeit zu Ihren Diensten. Das Geld liegt ja ziemlich auf der Straße, oder? Es heißt, die Vater Franklin-Automaten werden bald frisch bestückt. Was? Mein Vorbild? Wann hast du den gekriegt? Den Prachtkerl hier? Die ganze Abteilung hat jetzt solche. Wenn wir die Vox aus dem Skyline-System kriegen sollen, brauchen wir bestes Material. Keine Ahnung, was der will. Good vibrations. Ich komme mal vor, wie ein Penner, der wohl nach Flaschen oder so sucht. Madame Lutèce, ich habe all Ihre wissenschaftlichen Bücher gelesen. Mutter sagt, das sei keine Beschäftigung für eine Lady. Aber ich glaube, sie ist nur neidisch, weil Sie so klug sind. Stimmt es, dass nur Sie das Mädchen in dem Turm besuchen dürfen? Wenn das Lamm auch einsam ist, würde ich es gerne besuchen, denn wir hätten viel gemeinsam. Herzliche Grüße, Constance. Was zum... Was ist der falsche Shepard? Wenn ich da markiert bin? Und wieso habe ich AD drauf? Da lang, wir gehen ja schon mal hier lang. Vielleicht finden wir ja noch ein bisschen was. Sind das nicht die, die wohl mich nicht durchlassen werden? Bin mir nicht sicher. Oh, warte mal, da war was. Kann ich... Achso, das ist eine Mechanik da. Da war doch gerade was, oder? Du hast immer so Gefühle. Keine Pfandflasche. Die Verlosung 1912 offiziell begonnen! Hey, Mister! Jo? Sorry, ich kauf nichts. Dummchen! Die Verlosung kostet doch nie was. Leben Sie hinterm Mond? 77. 77? Das ist eine Glückszahl. Ich drücke Ihnen die Daumen. Bring mir die Trommel! Soll ich die nicht ziehen? Das hübscheste weiße Mädchen in ganz Kolumbien? Also dann, die Gewinnzahl ist Nummer 77! Tja, was sagt man dazu? Nummer 77, holen Sie sich Ihren Preis! Der erste Wurf! Bitte, bitte nicht. Ich
es ist doch meine Schuld. Bitte, bitte, nein. Bitte, was tun Sie? Na los, wirfst du jetzt? Oder trinkst du deinen Kaffee etwa lieber schwarz? Was soll ich ihn werfen? Oh, da habt ihr ja eine ganz Moment. Da ist er. Wo hast du das Brandzeichen her? Weißt du nicht, dass dich das zu dieser hinterhältigen Schlange, dem falschen Hirten, macht? Was? Und falsche Hirten haben in unserer Herde nichts zu suchen. Zeigt ihm, wie wir das hier machen, Jungs. Kopf ab, hab den Wert. Ciao. Wenn du einen Dodenkopf auf den Gegner siehst, kannst du gedrückt halten, um ihn zu erledigen. Okay. Hä? Ah, ich kann die Leichen durchsuchen. Okay. Ein Kaffee, Alter, Kaffee. Ja, alles klar. Wo bist du? Komm mal raus, du kleiner Wichser. Okay. Da ist er! Hier! Bewacht das Tor! Oh, ich habe eine Schusswaffe. War da nicht noch einer? Na, das ist aber ein wenig doof, dass ich den... Wo muss ich denn überhaupt hin? Da lang. Ich dachte, ich könnte. Natürlich kann es nicht. Na, halt, da ist ja noch was. Irgendwie habe ich das Hub falsch eingestellt. Das muss ich dann später mal noch umstellen. Ich hab's Ihnen gesagt, Comstock. Man verkauft der Kundschaft das Paradies und hier. Beherrschungshilfe. Beherrschungshilfe lässt beherrschte Menschen Ziele Selbstmord begehen. Wenn der Effekt abklingt. Naja, kaufen nochmal. Ja. Wartet einen Dienst. Possession now turns machine and man into allies. Hold and release to create a ghostly trap. Hä? Waren Erzengel für jede Arbeit. Im Reich Gottes gibt es keine niedrige Dienerschaft. Tja. Ich habe einen Mann in Georgia, der vermietet uns so viele Negerhäftlinge, wie sie transportieren können. Sie können ja sagen, das seien einfache Seelen, die Buße tun, weil sie aus ihrem gesellschaftlichen Rang ausbrechen wollten. Was immer ihr Gewissen erleichtert. Mir egal. Kann ich hüpfen? Ja. Auf dem Kohle liegt hier noch. Ich hätte es umwandeln sollen. Naja. Hört es ja nicht mehr wieder auf, die Wochen? Ja. Okay, das wollte ich ja bloß mal wissen. Oh, Munition, sehr schön. Ich muss da runterspringen, oder?
Da war doch gerade. Was, wo? Ich hab dich doch gehört, komm raus, wo immer du bist. Oh Gott, ich hab zuckt. Warte mal, kann ich da? Nee, ich habe keine Salze. Das kann ich auf jeden Fall schon wesentlich mehr kaufen dabei. 118 von 120. Okay. Fahren die unterirdisch hoch oder wie ist das hier? Ich wollte gerade in Ruhe plündern hier. Feuermann? Okay. Du bist gefeuert. Ups. Das ist doof. Gleichzeitig ist das hier zielen? Nee, ist es nicht. Ich dachte, dass LT zielen wäre. Entschuldigung, wenn ich schon hier bin. Dann kann ich auch alles klauen, oder? Okay, das Gemüse könnt ihr behalten. Dum, 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 dum. Tja, da ist zu, oder? Hey, das ist jetzt wird's heiß. Was ist bloß los? Was haben wir hier? Teufelskuss. Tja, man lebt nur einmal. Aber keine Coca-Cola. Devil's Kiss. Das war nicht so gut. Das war keine Kostprobe. Okay. Hier brennt alles, ist euch das bewusst? Warum soll ich? Was? Ducken zählt nicht. Okay.
Immer noch ein Sprudelwasser. Oh, ein Schweinchen. Was? Ich kann nichts nehmen. Alles voll? Das wäre Kack hier. Was? Da ist doch was, oder? Wenigstens war mal Apfel drin. Was? Bereich verlassen? Ja, ich würde mal sagen, das ist ein ganz guter Punkt hier, um mal eine kleine Pause zu machen. Dann würde ich sagen, wir machen dann in der nächsten Folge weiter. Sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Eigentlich kein übler Plan. Ich habe gespielt. Jetzt habe ich Schulden bei den falschen Leuten. Ich bin hier, um sie loszuwerden. Es gibt bereits Streit, David. Die Frage ist, zu wem hältst du? Eins habe ich gelernt. Wenn du nicht als Erster ziehst, ziehst du gar nicht mehr. Was ist das? Was ist bloß los? Das war keine Kostprobe. Ich könnte einen Freund gebrauchen! Was ist das? Das ist ein Riss. Ich kann etwas in diese Welt holen. Ich weiß ja nicht, was ich da gerade gesehen habe, aber mir kam's vor wie der kürzeste Weg in den Tod. Mr. DeWitt? Ich glaube, es gibt Ärger. Da! Na also! Schnappt sie! Loslassen! Reiß alles ein. Reiß alles nieder.